Grüß Gott, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen bei unserer Sendung aus dem Bürgermeisteramt. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Grüß Gott. Ich habe in früheren Diskussionen dann ab und zu mal gesehen, wenn man so durch den Dotz läuft, jetzt im Moment ist es eher schwierig, man kann fast nur durch den Dotz laufen, also wenigstens nicht durch Städtli durch. Überall sind Baustellen, das Real wird abgerufen, sollte neu gebaut werden, dann nachher der Engel ist der Baustelle, dann auf der Straße ist der Baustelle, werden Rohr und Leiter geklebt und so weiter. Jetzt meine Frage ist, ist das jetzt ein koordiniertes Vorgehen, dass alles miteinander gemacht wird, damit es einmal dann wieder schnell fertig ist? Oder ist das reiner Zufall? Sowohl als auch. Also es ist, man hat natürlich versucht, die Baustellen im Rahmen des Möglichen zu koordinieren. Aber es lässt sich im Detail nicht immer vermeiden, dass es dann zu zeitlichen Verzögerungen kommt. Also die Baustelle der Gemeinde, es ist die unterirdische Parkierungsanlage, also wo wir den Durchstich machen, dort Städtlestrasse, das ist ein Punkt. Die Baustelle sollte bis März 2017 fertig sein und dass der Fasnachtsumzug schon wieder reibungslos rausgehen kann. Und der Neubau Real, es dürfte sich noch ziehen, also mit dieser Baustelle und auch die Erschliessung über Säule, die wird sicher noch bis 2019 so bleiben. 18, 19, je nachdem wie dort auch der Baufortschritt ist. Und Engel dürfte auch mit circa im Frühling, März, April vom kommenden Jahr fertig sein. Also der Umbau von den EG-Ladengeschäften und auch der Vorplatz. Und parallel dazu ist wieder eine gemeinsame Baustelle. Es wird in Neugestaltung vom Rathausplatz sein. Und das möchten wir zeitgleich dann auch vollendet wissen. Das heisst, dass wir dann halt spätestens zum Städtlelauf der neue Rathausplatz in dem Sinn geniessen kann. Und dann gibt es noch einmal eine Baustelle, aber die wird auch demnächst vermutlich gestartet. Das ist dann auch der Innenausbau im Bereich vom Vadozerhof, also sprich die Casino-Lokalitäten, dass die vorbereitet werden. Und ich denke, auch das wird dann das nächste Jahr irgendwann im Sommer hoffentlich auch fertig sein. Und dann denken wir, sind einmal drei Baustellen vielleicht abgeschlossen. Und die, die uns längere Zeit beschäftigt, ist einfach das Real. Ja, warten wir ab, wie der Baufortschritt ist. Bleiben wir noch beim Bauwesen. Wir können lesen, dass die Gemeinde Vaduz zusammen mit dem Liechtensteinischen Roten Kreuz ein Gebäude plant, projektiert. Das soll in der Wurststrasse sein. Der Gemeinderat hat da schon einstimmig beschlossen, einen Kredit beschlossen von ungefähr 16 Millionen. Das ist ein relativ grosses Bauvorhaben. Was macht jetzt die Gemeinde da? Also man hat sich einfach Gedanken gemacht, wie kann man die zwei Ansprüche kombinieren, sprich für einen Rettungsdienst die neuen Räumlichkeiten integrieren auf dem Areal vom Werkbetrieb und gleichzeitig Räumlichkeiten für Werkbetrieb, aber, und das ist jetzt zusätzlich auch für die Bauverwaltung. Unsere Bauverwaltung im Bereich Hochtiefbau und Liegenschaftsverwaltung wird dort draussen dann ihre neuen Büroräumlichkeiten haben. Das hat Vorteil, dass die Zusammenarbeit Werkbetrieb und eben Bauverwaltung besser funktionieren kann. Also sie sind einfach in den gleichen Lokalitäten drin. Es gibt auch Synergien durch das. Und was wir auch verbessern, es ist einfach mit unterirdischen Parkierungsanlagen, dass einfach der Zugang und auch die Unterbringung von Maschinen, von Werkzeugen etc. besser sichergestellt ist. Und das alles zusammen, eben auch nochmal in Kombination mit Infrastrukturanlagen vom Liechtensteinischen Roten Kreuz. Also hat sich gut so ergeben und unser Teil liegt etwa bei den 16,5 Millionen. Er wird in einen bestehenden Werkhof aufgehoben oder ist das zusätzlich? Teils. Der bestehende Werkhof hat man ja in den Jahren 6
ja, 5, 6, 7 dort innen hat man nachgenommen. Das war der alte Landeswehrhof ursprünglich gewesen, und ist man dann in einem Tauschhandel ist sein Eigentum für Gemeinde gekommen. Und dann hat man der Gebäudeteil richtig rein, also westseitig, der bleibt ja so erhalten, der ist absolut korrekt. Hingegen der Parallelbau zur Zollstrasse, der hat man nur ganz rudimentär nachgenommen, der würde jetzt abgebrochen werden, und anstatt von dem Bau kommt dann wirklich also eine L-Form zum Trägen mit dem neuen Projekt. Wir wollen natürlich auch einen Wettbewerb davor gestalten, also es wird sich auch ein bisschen ziehen, aber wir erhoffen uns, also beide, Rotkreuz und Gemeinde, dass wir ca. im 2019 so weit sind und die Räumlichkeiten beziehen können. Ein ganz anderes Thema, nämlich Kultur. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass die klassischen Konzerte, die es immer im Vadozersaal durchführt, auch wieder unterstützt werden für ein paar Jahre. Man konnte lesen, Vaduz als Standort für klassische Musik. Jetzt darum gerade einmal die naheliegende Frage. Ist das so? Kann man sagen, dass sich das etabliert hat, die klassische Konzerte in Vaduz, und dass es auch etwas bringt, der Gemeinde Vaduz? Also die angesprochenen TAC-Weltklassik-Konzerte, die haben Resonanz, also positive Resonanz, und da hat der Gemeinderat ja, ganz bewusst das Engagement auch so gewählt, und in der Tradition von diesen Weltklassik-Konzerten, dass die auch weitergeführt werden in den kommenden Jahren, in den kommenden 3 Jahren. Ja, Vaduz positioniert sich im Bereich Klassik, ganz klar. Wir haben mit Vaduz Klassik das letzte Jahr einen Entscheid treffen können für den grösseren Anlass. Es finden Kammermusikkonzerte im Rathaussaal statt. Es sind die Podiumskonzerte gleichermaßen im Rathaussaal. Also, ja, Vaduz bekennt sich zur Klassik, und alle diese Anlässe sind ja, rege besucht, und ich denke auch, es ist eine nachhaltige Angelegenheit, also in dem Sinn, dass man darauf bauen kann, mal Vaduz hat immer etwas für Klassikfreunde parat. Vom Kulturstandort nochmal zum Wirtschaftsstandort, nochmal ein anderes Thema. Vaduz beteiligt sich an dem Technopark, wo geplant ist. Was kann man darunter verstehen im Technopark? Ja gut, der Technopark Liechtenstein ist in dem Sinn ja, eine Ergänzung zu verschiedenen Initiativen, die auf Landesebene initiiert worden sind für Start-ups etc. Aber ich denke, die Einbindung in die Technopark Allianz, wo ja in verschiedenen Standorten in der Schweiz schon positioniert sind, die macht es wesentlich attraktiver. Also der Technopark Liechtenstein ist ganz gut eingebettet in eine bekannte Struktur, also wo sich bewährt hat seit Jahren. Es ist ja nicht neu, in dem sind die Technoparken, so wie sie sich jetzt darstellen. Und für Vaduz insbesondere ist es ein klares Bekenntnis zu dem Wirtschaftsentwicklungsmodell, und wir würden so natürlich auch stärker wahrgenommen, und unser Engagement liegt primär in der Seed-Finanzierung, das heisst einfach, die Start-ups können nach ganz konkreten ja, Auswahlverfahren können die Kapital zur Verfügung gestellt über, wo sie dann aber auch wieder zurückzahlen müssen. Und wir sind natürlich in der Hoffnung, dass möglichst viele Start-ups den oder Schritt in den freien Markt den, schaffen und sich etablieren können und in Folge dann zu Arbeitsplätzen führt, zu Vaduz im Land oder in der Region. Und da haben wir einfach die jeweils 100'000 Franken für auf 3 Jahre ausgewährt.
wo dann nachher denke ich, auch lange sollte auch für die künftigen Jahre in der Weiterentwicklung des Technopark Liechtenstein. Mhm. Der Technopark deutet darauf hin, vom Wort her, dass es eher in die technische Richtung geht. Diversifiziert von Dozio, jetzt, weil man von Dozio eigentlich bisher als eher als Finanzplatz wahrgenommen hat. Es ist nicht ganz so, dass nur technische Bereiche abdeckt würden. Also der Technopark Liechtenstein arbeitet zusammen mit der Universität Liechtenstein, aber auch mit dem NTB etc. Und dort kann es durchaus auch finanzrelevante Themen geben und dort auch wieder Entwicklungen. Also nicht nur ausgesprochene technische Zielsetzungen. Jetzt, wenn wir jetzt so zum Beispiel rausschauen, in ein paar Stunden, wird ja schon langsam dunkel, also es wird früher dunkel und so weiter, aber von dort versucht trotzdem noch, trotz Baustellen und trotz der Erweiterungsbedingungen und so weiter, ein bisschen zu strahlen die nächste Zeit. Ich denke zum Beispiel an Vaduz on Ice. Das wird wieder durchgeführt, das hat sich offenbar bewährt. Wie sind so die Rückmeldungen von den Veranstaltern? Also die vergangenen drei Jahre haben gezeigt, dass Vaduz on Ice sich bestens bewährt hat. Man hat mittlerweile gewisse Routinen überkommen mit dem Anlass. Es hat sich umgesprochen, was dort zu Vaduz abgeht über die Monate. Und die Resonanz ist absolut positiv. Das heisst, der Besucher kommt gerne hierher, vergnügen sich auf dem Rathausplatz, kombinieren das aber auch mit einem Besuch von Gaststätten oder halt auch für einen Einkauf. Und die Ambiente ist doch besonders und hat sich, wie gesagt, bewährt. Also, die nächste noch ein weiterer strahlender Punkt von dort, nämlich eine neue Weihnachtsbeleuchtung. Wie wird die aussehen und strahlt denn die ganz von dort an oder nur städtlich? Wir sind dort vom ursprünglichen Konzept nicht abgekommen. Das heisst, dass wir den Fokus aufs Städtli und den Eulebereich legen. Also primär wiederum Städtli mit der Konturenbeleuchtung. Die wird aber wesentlich konkreter noch zur Geltung kommen. Also man hat mehr Lichtpunkte anbringen können. Also die ursprüngliche LED-Beleuchtung vor Jahren in der Technologie ist jetzt auch schon wieder überarbeitet. Aber wir haben dort eine wesentliche Verschönerung, eine Verbesserung ausgewählt im Gemeinderat. Und was neu sein wird, das sind einige Kronenelemente, also unsere Fürstenkronen auf den Städtlelampen da oben, aber auch entlang der Eulestrasse an den Kandelaber. Und da bin ich selber gespannt, wie denn das zur Wirkung kommt. Und am 25. November wird dann der Einschaltmoment sein und die Bevölkerung ist recht herzlich eingeladen, hier dabei zu sein. Und ich erhoffe mir gemeinsam mit dem Gemeinderat, dass unsere Entscheidung die richtige ist und dass es eine neue Erscheinung gibt und ein weihnachtliches Stimmungsbild. Da sind wir ja alle gespannt drauf, oder? Und mit diesen strahlenden Aussichten sind wir am Ende unserer Sendung. Besten Dank für die interessanten Informationen. Und auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, besten Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Ich hoffe, dass Sie uns das nächste Mal wieder mit dabei sind. Ich wünsche Ihnen alle eine gute Zeit.